Angesichts der sich rapide ausbreitenden Omikron-Variante steigt europaweit der Bedarf nach schnell verfügbaren Corona-Tests. Doch diese könnten bald knapp werden. Vielerorts bildeten sich lange Schlangen vor Teststationen. In Österreich wurden Familien dazu angehalten, ihre Kinder zum Schulbeginn testen zu lassen. Auch in anderen europäischen Ländern, darunter Spanien und Kroatien, hat an diesem Montag die Schule wieder begonnen. In mehreren Ländern ist ein negativer Test die Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Zwar produzieren die Hersteller auf Hochtouren, um einem Mangel an Testkits vorzubeugen, doch die Nachfrage ist enorm. In Frankreich dürfen Supermärkte inzwischen auch Antigentests verkaufen, die VerbraucherInnen selbst zu Hause anwenden können. Im vergangenen Jahr hatte die französische Firma NG Biotech etwa 500.000 Tests pro Monat hergestellt. Nun sollen die Kapazitäten auf 5 Millionen erhöht werden.